was geben schön, dass Kelly dabei ist. War überhaupt nicht laut, danke dafür. Leute, ich habe heute Folgendes vor. Ein Video ohne Kelly zu machen. War ja ein Joke. Ich bin extra hergefahren. Leute, das ist das dritte Mal, dass ich das gleiche Video eigentlich mache. Es ist Januar, ja, es ist egal. Ich muss einfach sagen, es ist mir komplett egal. Fang du mir nicht damit an. Du kriegst bei einem Video die Woche einen Nervenzusammenbruch. Ich bitte dich. Kelly, es geht heute um eine ganz bestimmte Sache und zwar um den Itemshop in Fortnite. Ja? Mhm. Erstmal ganz wichtig, natürlich muss man eine Sache machen. Unterstütze einen Creator. Gewinnt halt, ganz klar. Gibt man natürlich hier ein, meine Freunde. Wenn das nicht gemacht hat, der soll von jetzt an in der Hölle schmoren. Mach also lieber Laserbeam. Guckst du seine Videos? Ja. Du bist echt zurückgeblieben, wa? Leute, wie gesagt, knallt den Code Revinzeit rein und dann könnt ihr euch solche geilen Sachen wie zum Beispiel den Knieklatscher kaufen. Den kaufen wir uns. Ja, ich habe mich selber unterstützt. Ich bin einfach nur echt kaputt im Kopf. Leute, es geht heute, wie ihr vielleicht schon im Titel erkennen könnt, um meinen Fortnite-Spin. Denn ich habe einiges in meinem Fortnite-Spin, Kelly. Du hast echt zu viel Geld dafür ausgegeben. Ja, aber ich krieg das ja gerade durch Supported Creator hoffentlich irgendwann zurück. Leute, bitte benutzt diesen Code. Es ist wirklich Januar. Es ist wichtig. Ich habe auch Kinder und so. Also, das ist... Scheiße, wenn ihr das nicht macht, ne? Welche Kinder? Kelly, beginnen wir doch einfach mal mit meinen Skins. Das sind alle meine Skins. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ich glaube, zwei. Die Asiatin habe ich auch. Stark. Und ich habe mir extra für dich das Gingerbread-Ding gekauft. Für dich. Kelly, scheißegal. Super. Ich würde sagen, Kelly, ich zeig dir mal meinen Fortnite-Spin. Luca hat sich das Ganze auch schon angeguckt. Meint, das ist totaler Waste. Ich bin momentan, ich habe mal durchkalkuliert, bei tatsächlich 1800 Euro, die ich jetzt an V-Bucks ausgegeben habe. Ganz ehrlich, mein Checkenherz stirbt gerade. Mein Allmannherz auch, ja, aber ich muss dazu sagen. Was machst du damit? Hä? Ich zieh die an und mach Loser-Tanz auf die Leute. Guck mal hier, die kriegen erstmal hier. Du liegst am Boden, du bist tot. Und das tut natürlich weh, wenn der Typ dann echt viele Skins hat. Gut, Leute, fangen wir doch einfach mal an. Gibt dir das so einen Selbstbewusstseins-Push? Kelly, das ist alles, was ich in meinem Leben habe. Hör bitte auf, Fragen zu stellen. Beginnen wir doch einfach mal ganz unten, Kelly. Das ist so ein typischer Kelly-Skin, ne? Nichtssagend, relativ standardmäßig. Wieso? Die hat keine Besonderheit. Augen. Ja, hast du nicht. Sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Ist halt so ein Standard-Skin. Der ist auch noch nicht so sonderlich alt. Ich weiß nicht, warum ich mir den gekauft habe. Keine Ahnung. Den hast du gekauft? Das sieht aus wie so ein Standard-Skin. Ja, das sind die Fake-No-Skins. Die sind halt besonders, weil die halt aussehen wie No-Skin, aber kein No-Skin sind. Weißt du, was ich meine? Und dafür hast du Geld ausgegeben? Absolut, ja. Davon habe ich halt drei Stück. Dreimal hier. Die sieht aus so ein bisschen wie Lara Croft. Kennst du Lara Croft? Absolut so Tomb Raider? Gar nicht. Findest du nicht, dass sie so aussieht? Nein. Hey, die ist genauso schmutzig wie Lara Croft. Dirty Croft. Ja, dann habe ich hier noch einmal einen Up-Red-Skin. Den habe ich mir einfach gekauft wegen der extrem dicken Nase. Ich weiß nicht genau, warum. ApoRed in 2013 hätte dieses Outfit wirklich getragen. Seien wir ehrlich. Seien wir ganz ehrlich. Könntest du aufhören, hinten zu vapen? Das wäre super. Dankeschön. Klasse. Kannst du mal... Puste ruhig mal hier rein. Bisschen Nebel. Ja, ja. Einmal Nebel machen. Komm mal her. Stell dich mal genau hinter die Kamera, wenn du einmal reinpustest. Achtung. Nebelmaschine wie bei Izzy. Oh. Wenn ich... Okay, danke. Das, also ist so, oh mein. Reicht wirklich jetzt an der Stelle hier. Gott. Ja, geil. Jetzt aufnehmen an der Stelle ist... Ja, Kinder. Okay, wenn du echt damit aufhören könntest, weil die Lüftung ist gerade nicht an, wie du vielleicht merkst. Gut. Das hier ist auf jeden Fall mein... So, mein ApoRed-Skin, ja, extrem schön. Wie findest du sie? Snorkel Ops ist wichtig. War auch ein sehr, sehr legendärer... War ein sehr, sehr legendärer Skin, der damals echt extrem gefragt gewesen ist. Den hier habe ich mir einmal gekauft. Das ist so ein Trend, du bist so quasi so ein Supreme-Kind, nur in Fortnite. Hallo, guck dir seine lustigen Augen an. Die gucken da so durch. Der sieht schon geil aus, oder? Die gleichen Augen, wie alle anderen auch haben. Hä, aber der hat so eine Maske an. Den haben auch nicht viele. Das hier ist ein PlayStation-Skin. Den finde ich ganz cool. So, ich habe auch so einen kleinen Armee-Fetisch, das passt ganz gut dazu. Einmal ApoRed im Wrestling-Kostüm. Das finde ich jetzt so, das lohnt sich schon fast wieder. Der hat ein Tattoo, der der Tribal-Tattoos, die machen einen extrem Badass, weißt du? Tribal-Tattoos sind so der Next-Level-Shit. Hammer, ja. Sie habe ich mir gekauft, einfach weil ihr Anzug sich die verändert. Liebe, ja, die ist mein Girl. Hast du die auch, Girl, oder? Das ist mein Girl, ja. Den habe ich mir einfach gekauft. Also es ist doch schon, den muss man doch schon haben, oder? Hier haben wir auf jeden Fall noch einmal den Farbenbomber. Auch ein geiler Skin, weil er sich die ganze Zeit bewegt halt. Finde ich richtig geil. Auch ein sehr, sehr seltener Skin. Da muss ich sagen, das finde ich schon eine coole Sache. Aber gehst du dann wirklich jeden Tag extra in diesen Item-Shop und wechselst den Skin? Nein, ich wechsle wirklich oft durch. Und dann hat die so ein Lama auf der Brust und dann denkst du dir, geil. Ja, also wie Monty jetzt hier sagen würde, warte. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Mal schön rein, die Olga. So, dann habe ich hier nochmal so ein paar Fußballspielerinnen. Das Coole ist halt bei denen, man kann halt die Trikots von der wechseln, wenn man wollen würde. Den Skin, den habe ich extrem gerne, weil den hat nämlich kein Mensch, außer mir tatsächlich. Ich habe den erst einmal in einer anderen Lobby gesehen. Der ist von Season 2, Kelly. Das heißt, der ist ganz schön wertvoll.
und ein extrem nicer Skin. Einer meiner Lieblingsskins, weil der einfach aussieht wie Jake Paul oder sowas, finde ich. Hier ist nochmal die Freunde von ApoRed. Ich weiß nicht genau, warum ich die gekauft habe, aber ich fand, das bei die beiden waren meine Lieblingsskins. Du merkst, was machen wir hier? Hä? Kelly, ich möchte, dass du mir am Ende sagst, welcher Skin dir am besten gefallen hat. Ach so, darum und ich möchte, dass du sagst, gut, es war sinnvoll, dass du so viel Geld dafür ausgegeben hast. Wir sind noch nicht fertig. Oh mein Gott. Das hier ist Venturion, ein Superheld. Oh. Der ist cool, oder? Nee. Guck, dieses kleine Detail, er hat hier so einen Totenkopf drauf. Den habe ich mir gekauft, weil er extrem dumm aussieht. Den finde ich super. Ja? Ja. Ich nicht. Ich mag das, wenn die so ein bisschen bescheuert sind. Wieso nicht? Okay. Ich mag das, wenn die so ein bisschen bescheuert sind. Wieso nicht? Okay. Das hier, das ist auch einer der Lieblingsskins von Monte. Wir brauchen noch gar nicht drüber reden, warum. Das ist halt auch super langweilig. Nee, aber hier, das ist ja das, was... wo man dann halt, ne? G, ich weiß nicht warum, fand ich eigentlich ganz süß. Mit diesen Augen oben drauf habe ich mir gekauft. Mhm. Ja. komm, wir springen mal ein bisschen durch. Also du würdest ehrlich, jetzt jeden einzelnen von diesen 1000 Euro mit mir durchgehen? Nee. Zeig mir mal. Der ist ganz cool, weil der kann nämlich sein Outfit auch wechseln. Halt oh, so. Ja. Oder zum Ende hin halt so ein Lama um den Kopf. Hey. Ist ganz geil. Hast du aber noch nicht entsperrt. Habe ich noch nicht freigeschaltet, habe ich zu wenig gespielt. Merk dir mal ganz kurz, welches Gesicht das ist. Und zwar ist das sein Kollege, der hier drauf ist. Der hat deinen Kollegen als Wanted-Set. Das ist cool, oder? Musstest du auch beide kaufen, weil die gehören einfach zusammen. Ja, und es erinnert mich damals, als ich meinen Schnurrbart hatte. Also das ist ja deshalb... Der sah auch echt genauso cool aus wie der von dem Typen. Meine ich doch. Großer Skandal um diesen Skin. Das hier ist der Skull Trooper Skin. Und cool. Ich kann dir mal ganz kurz was erklären. Der sah im Grunde genau so aus. Mhm. Kam Halloween 2017 raus. Nur die geilsten... Die Original-Spieler hatten halt den Skin. Und der Accounts mit diesem Skin wurden für 600 Euro verkauft. Nur weil der Skin ist, ne? So, dann hat Epic Games gesagt, wir bringen den einfach nochmal in den Store. Natürlich waren alle extrem sauer. Welcher Fußballspieler ist das? David Dodonkor. Bist du komplett dumm, Mann? Er kennt doch wohl, dass das Cristiano Ronaldo ist, oder? Ach so. Ich kenne nur einen. David Dodonkor. Ja. Ja, stark. Okay. Reden wir weiter über Paluten-Skin, den sie einfach reingebracht haben. Finde ich auch extrem geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie dieser Kürbisanzug, hier nochmal ganz kurz im Bild. Wie ihr seht, Paluten rockt den Anzug bis heute noch. Ne? Also Paluten hat wirklich genau diesen Anzug tatsächlich. Ach, denkst du, die haben das wegen ihm gemacht? Ich denke schon, ja. Finde ich auch extrem geil. Wow, die ist nice. Hast du Vikings geguckt? Ja. Geil, oder? Voll geil. Aber hat halt gar nichts mit Vikings zu tun. Aber sie sieht aus wie Lagatha, oder? Ja. Bisschen schon, oder? Naja. Ja gut, aber hat ein Viking-Kostüm. Lagatha! Das hier sind jetzt so langweilige Superhelden-Skins, keine Ahnung, so Iron Man. Ah, das irgendwie. War diese Superhelden-Geschichte dabei. Den finde ich immer noch extrem krass. Weil es der ist halt so Hunden... Es ist ein Samurai, aber passt. Der hässlichste Skin der Welt, den hat sich niemand gekauft außer mir und ich habe ihn einfach nur gekauft, weil er sauhässig ist. Also der sieht einfach nur scheiße aus, oder? Also so dreht man dir Sachen an. Ja. Gut. Sie wird halt zu so einem bösen Bad-Cowboy-Girl. Findest du auch geil, ne? Ja. Ja, das magst du, ne? Die Weiber und der arme Typ wird einfach von einem Hai gefressen. Aber das ist auch echt undankbar. Guck dir die anderen davor an, dann kommt so einer. Aber der ist legendär. Der ist Gold. Mhm. Ja, das hier oben ist der Triad-Skin, dieser Rustlord, den ich absolut verachte, weil der halt aus Season 2 ist. Den finde ich auch noch echt geil. Weil er hat ja keinen Kopf, ist halt ein Fisch, ne? Ist schon stark, kann man jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Gut, Kelly, gehen wir ganz kurz weiter. Ich habe noch eine Menge vorbereitet. Schauen wir uns gerne die ganzen Emotes an. Ja, den habe ich mir gerade gekauft. Mhm. Also, wir haben hier einmal einen Tanz, dann muss die Koffer jetzt auf. Jetzt wird interessant. Oh. Mann, bin ich gespannt, Leute. Guck mal. Der ist geil, oder? Hammer. Das sind Moves, das weil die lernst du nicht mal in der Bandschool, ne? Das ist schon crazy. Ich lerne sowieso kennst du diesen Epic Sex Guy wenigstens? Ja, ja ne? Klar kenne ich den. Halt eine andere Melodie. Ja. Aber schon geil, oder? Ist nice. Also wenn, stell dir vor, du liegst am Boden und der Typ tanzt auf dir, macht genau das. Macht dich maximal aggressiv. Ja, dann haben wir hier noch einmal den hier. Der fühlt es halt richtig, der ist halt extrem. Boah. Das ist wirklich eine geile Choreo. Ich hätte so viel Leidenschaft in meinem Leben wie dieser Fortnite-Skin-Charakter Dance. Ist schon ein geiler Tanz, oder? Ist geil. Das würde ich gern können. Kannst du nicht jonglieren? Das hier ist auch das Meme Tubeless 2 is Fall, ne? Man kennt's. Das ist halt Kelly am Wochenende, wenn es wieder neue Balenciaga-Drop gibt. Dann haben wir hier noch einmal. Hast du mich jemals schon in einem Balenciaga-Teil gesehen? Bin ich da Gibi oder wer? Oh Schatz, Alter. Kelly, stell dir vor, du liegst am Boden und ein Typ macht das hier vor dir. Fuck doch einfach ich nur ab, ich will jetzt oder? Nicht sagen, dass es nicht schon mal passiert ist. Im Real Life? Perfekt.
Ja, ja, ja. Orange Justice. Kennst du dieses Kind hier, ja, ne? Oh Gott. Wirklich. Komplettes Spirit Animal. War das nicht im Zusammenhang damit, dass sie aufgerufen haben, ja, welche, ja, richtig, Tänze? Genau. Oh, das war so cute. Bisschen Popcorn dazu noch. Kelly, ich glaube, wir sind am Ende meines Videos angekommen. Immer, also ich muss sagen, du kannst echt so stolz auf dich sein. Das ist auch wirklich das größte Accomplishment, das du in deinem Leben jemals gemacht hast. Und ich bin einfach. Ich würde dich jetzt unglaublich gern anspucken, weil du es so ironisch sagst. Kannst du mir ganz am wenigsten sagen, welcher dein Lieblingsskin ist? Der Fisch. Den finde ich geil, ja. Stark, Leute. Ja, tolle Gliedmaßen, tolle Augen, schöner Mund. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, wenn er tanzt. Guck ihn dir an. Er sieht so verloren aus, sieht so hilflos aus. Das kann mich nämlich auch am meisten mit dem identifizieren, wirklich. Dann fehlt nur noch, dass du mir deinen Fuß in den Kopf... Ins Gesicht, das ist nie passiert. Ja. Gut. Der hat einfach geile Beine. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Kelly sagt auf jeden Fall, das Geld ist, was ihr investiert habt, ist komplett gerechtfertigt. Absolut. Danke dir dafür. Schaut auf jeden Fall bei Kelly am Kanal vorbei, da gibt's die Tage auch nochmal ein Video von uns beiden zu sehen. Ich habe es nämlich geschafft, dass Kellys Tinder-Account wegen mir gelöscht worden ist. Schaut aus, wenn das Video schon draußen ist. Wenn das Video draußen ist, dann ist es verlinkt. Donnerstag kommt es raus. Mein Video kommt nachher raus, also schaut das Video von Kelly, ist in der Videobeschreibung. Leute, ich küsse eure Augen, benutzt meinen Creator-Code hier. Ich habe es eigentlich nur gemacht, damit ich wieder daran erinnert habe, dass ihr meinen Creator-Code hier benutzt. Einfach das dritte Video. Du hast den anderen genau das gleiche gezeigt. Das ist jetzt aber richtig. Damals gab es den Creator-Code auch nicht. Leute, lasst einen Daumen nach oben, da haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.